Herr Schulz, vielleicht die erste Frage an Sie. Die Alpen, nicht Alpen, ne? Mag ich sehr, aber Alpenrepublik. Wie der demografische Wandel unsere Zukunft gefährdet, so heißt Ihr Buch. Ja. Und die Frage, gefährdet dieser demografische Wandel unsere Zukunft? Ja, Alpenrepublik ist ein Wortspiel, die Alpenrepublik. Irgendwer geht den Berg hoch, irgendwer muss den Berg runter und wir wissen nicht genau, wohin die Wege führen. Man könnte natürlich noch begrifflich etwas amüsanter spielen. Sie haben ja auch schon gelacht bei der Anmoderation der Zahlen, die eigentlich sonst so erschreckend sind. Ich spiele ja noch im Buch am Anfang mit der Opa-Kolypse oder Oma-Geddon, also solche Sachen. Ja, genau. Aber es ist ja doch ein ernstes Thema. Also 18 Millionen Menschen, die in 13 Jahren in Rente gehen. Das sind die Boomer. 18 Millionen bis 2000? Die Jahrgänge 35, 36? Nein, oder? Die Jahrgänge 58 bis 71. Ja. Also ab 2023, die nächsten 13 Jahre bis 2035. Ja. In dieser Zeit nur 11 Millionen Volljährige, neue Volljährige. Das heißt, eine Lücke von 7 Millionen auf 13 Jahre. Das heißt, da sind wir schon bei einer halben Million pro Jahr, die wir als volkswirtschaftliches Defizit im Zauberwort Erwerbspersonenpotenzial verbuchen müssen. Denn das erste große Problem ist, die Alten haben einen Rentenanspruch. Mhm. Aber wir haben kein Geld, das irgendwo rumliegt, um diesem Anspruch zu genügen, sondern wir haben ein Umlagesystem. Manchmal ist es nur eine Woche zwischen wir zahlen ein, die Rentner kriegen raus. Das und wenn ist irre, das wusste ich nicht, das habe ich durch Ihr Buch gelernt. Das läuft wirklich so, ja? Also wir verdienen im Januar Geld und im Februar hat es der Rentner auf dem Konto? Ja, im Januar zahlen wir ein, im Februar kriegt es der Rentner, wenn es so läuft, wie es gerade läuft. Manchmal sind es 4 Monate, manchmal muss der Bundestag auch abends noch mal tagen, weil so 2 Tage dann doch zu knapp ist. Und dann sagt man noch mal, gesetzlich müssen es aber 2 Wochen sein. Aber ein kleines Polster gibt es, aber im Prinzip haben Sie recht. Ein Mini-Polster, es gibt jedenfalls keinen Geldspeicher, die Rente liegt nicht irgendwo, man hat nur einen Rentenanspruch, er muss erwirtschaftet werden. Und wenn wir jedes Jahr so viel weniger neue Erwerbstätige haben, ist die Frage, wo kommt die volkswirtschaftliche Kraft her, um diese Renten zu erwirtschaften? Und das ist erstmal nur die Rente. Dann haben wir das Problem in der Politik. Wir haben demnächst Bundesländer, in denen gibt es mehr Wähler mit Pflegestufe als Wähler unter 30. Böser Satz. Manche Bundesländer haben demnächst mehr Menschen mit Pflegegrad als Wähler unter 30. Ja, also Mecklenburg-Vorpommern wäre das. Aber wir wissen, die anderen Bundesländer, Brandenburg, jetzt, die uns nächstes Jahr besonders beschäftigen, Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, die betrifft das nicht weniger. Also wir haben es grundsätzlich mit Schieflagen zu tun, bei denen wir uns so grob mal fragen müssen, nicht nur ökonomisch, sondern setzt auch die Demografie, die Demokratie schachmatt. Weil wenn wir nach harten mathematischen Gesichtspunkten Wahlergebnisse auszählen und wir haben aber 3-mal mehr über 60-jährige Wähler als Wähler unter 30, dann ist da einfach eine Schieflage. Da muss sich jeder Wahlkämpfer überlegen, macht es noch Sinn, überhaupt junge Themen anzusprechen oder bespielen wir nur noch die Alten, deren Enkel schon nicht mehr in der Schule sind zum Beispiel, weshalb wir das Bildungssystem so lahmt, wie auch immer. Da geht die Themenliste dann los. Geht ja. Ich schaue gerade zu Vanessa Wu, die nicht mit allem einverstanden ist und die ich aber gerne fragen würde. Das ist ja ein letzten Endes auch ein globaler Trend in der westlichen Welt sozusagen, mit ein paar wenigen Ausnahmen. Ich habe vor einiger Zeit eine interessante Zahl gelesen oder 2 Zahlen gelesen. Wir haben mittlerweile mehr Menschen über 65 als unter 5. Ja. Das heißt, wir altern global oder was heißt das? Wir altern nicht global, aber wir altern im globalen Norden. Ich glaube, das könnte man so sagen, dass in den Industriestaaten weniger Kinder geboren werden. Aber wir haben auch durchaus andere Staaten, wo noch sehr viele Kinder geboren werden, wo viele, wenn man das so sagen möchte, Arbeitskräfte zum Beispiel geboren werden. Oder anders formuliert, junge Menschen mit Ideen, mit Tatendrang, mit Arbeitswillen, Kraft, Lebenszeit, die sie irgendwie noch in ihrer Lebenszeit auf dieser Welt verwerten wollen. Wo kommen die auf die Welt? Wo sind die? Ganz viel im asiatischen Raum. Also Asien ist ein sehr junger Kontinent, Indien, Südasien ist er, zum Beispiel. Ist er wirklich? Also ich höre immer Indien. Von Riesen. Genau, ja, ist es Herr Schulz, also ich sag mal, Südkorea hat ein riesiges demografisches Problem, oder nicht? Japan. Korea hat die geringste Fertilitätsrate. Aber, aber beispielsweise Südkorea hat die geringste Fertilitätsrate. So ist es. Wo ist die? Wo liegt die? Ich glaube, die ist bei 1,2 oder so. Na, also zwei Eltern in Japan kriegen nicht mal ein Kind statistisch zustande derzeit. Also wir haben es mit Hongkong zum Beispiel, eine der wirtschaftlich stärksten Regionen der Welt, wo wir auch unter diesem Wert von 1 liegen. Wir sagen, Stagnationswert ist 2,1, also 2 Eltern kriegen 2 Kinder. Muss man einmal kurz erklären, ne? Um sozusagen einfach nur ein Land sozusagen in seiner Bevölkerungsstärke da zu halten, wo es gerade ist.
müssen im Schnitt 2,1 Kinder. 2,1, genau. Die 0,1 ist dann die statistische Größe, die kann man ignorieren, aber zwei Eltern, zwei Kinder. Okay, wir in Deutschland liegen bei 1,4, in Japan liegt man da drunter, Südkorea ganz weit drunter. Aber wir haben den afrikanischen Kontinent. Also aber nur, das machen wir gleich, aber Südostasien, also weil es immer heißt, ja, da kommen die Leute dann her, die. Oder überhaupt Asien. Ich höre das immer anders. Ich kriege mal mit die. Also Philippinen ist vielleicht eine Ausnahme, weiß ich nicht. Philippinen, Indien. Also wir haben haben Sie recht. In Südasien. Aber es ist nicht so, dass es einige wenige Länder sind, wo es mehr Kinder gibt. Also wir sind weltweit nicht eine allzu alte Gesellschaft. Es gibt noch diese Gesellschaften, wo auch noch viele Kinder geboren werden. Und das ist spannend hinzugucken. Weil was sind denn diese Menschen? Die sind ja nicht. Pakistan ist auch so ein Land, das ist sogar ziemlich drastisch, das sorgt für auch sehr viel Migrationsdruck und sehr viele Probleme auch im Land. Wie hoch ist da die Fertilitäts- oder Reproduktionsrate, um es mal so zu sagen? Habe ich gerade nicht im Kopf, muss ich zugeben. Aber wir haben dort auch eine viel zu junge Bevölkerung eigentlich und nicht die Möglichkeiten, diese junge Bevölkerung irgendwie zu absorbieren oder in einem Arbeitsmarkt zu bekommen. Und alle diese Menschen gibt es jetzt. Die wollen sich auch bewegen. Wir haben eine Welt in Bewegung wie nie zuvor. Ich muss auch sagen, wir stagnieren, also wir sind auf einem niedrigen Niveau. Ich glaube, so zwischen 2 und 3% der Menschen sind Migranten auf der Welt. Aber es gibt Menschen, die bewegen sich. Und jetzt ist die Frage, wo gehen die hin? Wo wollen sie hingehen? Wo sehen sie ihre Zukunft? Wo wollen sie sich einbringen? Und da finde ich die Analyse des indisch-amerikanischen Beraters und Geografie-Experten sehr spannend. Der sagt, die Wellen mit ihren Füßen. Und wohin diese Migranten oder die jungen Menschen von heute gehen, ist ein sehr interessanter Indikator dafür, welche anderen Länder profitieren oder wie sie sich auch in Zukunft weiterentwickeln könnten. Also wer ist attraktiv für junge Menschen, die etwas tun wollen? Sie sagen, da gibt es einen Wettbewerb quasi. Es gibt einen Wettbewerb. Also wir müssen uns anstrengen, wenn wir die Cleveren, die voller Tatendrang, wenn wir die haben wollen. Ja, dann, und es ist auch schon, kein Selbstläufer. Und das ist auch schon heute so. Also wenn man mal rumfragt, auch Leute, die durchaus ausgebildet sind, die ein Studium vielleicht hinter sich haben, wo wollt ihr denn hin? Dann ist Deutschland nicht unbedingt mehr die erste Antwort, sondern viele Menschen sagen, Deutschland muss in Deutsch lernen. Es ist schwierig, in die Bürokratie irgendwie reinzufinden und vielleicht dann doch eher Kanada, USA, Australien. Also es ist auch nicht so, wir sprechen hier in Deutschland oft so als müssten wir alle erstmal abwehren, als hätten wir so ein ganz großes Problem. Aber eigentlich sind wir auch gar nicht mehr ganz vorne dran, was es betrifft, die Leute zu uns zu bringen, so attraktiv zu scheinen. Also vielleicht noch einmal, es ist wirklich ein, wie man so sagt, säkularer Trend, den man überall sieht. In allen reichen Industrienationen geht die Geburtenrate zurück. Was erstmal ja ein bisschen überraschend ist, weil intuitiv könnte man ja denken, wenn es den Menschen besser geht, dann sind sie optimistischer und das geben sie auch den Nachkommen weiter. Wenn man mehr Geld hat, kann man schlicht und ergreifend mehr Kinder ernähren. Genau, aber es ist geradezu umgekehrt. Arme Menschen haben mehr Kinder, also Afrika hat tatsächlich eine sehr hohe Reproduktionsrate, aber es scheint stärker zu sein, dass wenn die Menschen reicher werden, dann werden sie auch individualistischer, sagen, es gibt andere Präferenzen im Leben und sie verfolgen die mehr als eine große oder zumindest eine normale Familie mit 1 oder 2 Kindern zu haben. Die einzige Ausnahme interessanterweise unter den reichen Ländern ist Israel. Und das sind nicht nur die ultraorthodoxen Gemeinden, sondern es insgesamt, die sind, glaube ich, bei 2,9, weil man dort hohen Kindersegen mit Gottwohlgefälligkeit gleichsetzt. Da spielt die Religion dann offenkundig doch noch eine große Rolle. Ich glaube auch bei denen die Religion wenig Rolle spielt. Ich kenne das da ein bisschen. Man liebt Kinder, man hat Kinder. Das ist so ein, wie soll man sagen, das gehört dazu. Genau. Das klingt jetzt ein bisschen platt, aber ich glaube, so ist es mehr oder weniger. Ich würde aber gern vielleicht noch ein bisschen den Akzent verändern. Wo ist es denn am schlechtesten in den sogenannten reichen Ländern? Tatsächlich Südkorea. Südkorea liegt es daran, erzählt mir auch eine Freundin, die dort und Kollegin, die dort für den Economist arbeitet. Dort ist es wohl so, dass die Frauen sehr gut ausgebildet sind. Und sie wissen aber, wenn sie heiraten und Kinder kriegen, dann werden sie in das konventionelle Familienmodell der asiatischen Gesellschaft von früher integriert. Und insofern das patriarchale System, der Umkehrschluss. Doch scheint so zu sein, ist der Umkehrschluss, dann bleibe ich lieber kinderlos und bekomme und lebe ein Leben mit einer Karriere, mit hohem Einkommen und hoher Selbstständigkeit.
Das Paradox, warum so viel Handlungsmöglichkeit und Freiraum durch gute Bildungssysteme, gute Möglichkeiten und so weiter zu weniger Kindern führt, ist gar nicht so kompliziert. Ich glaube, wir können es alle selber fühlen, vor allem wenn wir jetzt jünger sind, weil wir relativ viele Chancen nutzen können, aber dann auch dazu verurteilt werden, sie nutzen zu müssen, denn die Miete muss irgendwie bezahlt werden, der Bildungskredit muss bezahlt werden. Und damit rutscht dieser Kinderwunsch ganz weit nach hinten. Man muss erstmal das Wohnen klären, das ist aufwendig genug. Da müssen sich schon zwei finden und eine echte Schicksalsgemeinschaft gründen. Denn wir kennen ja die Werte, wie es in Frankfurt, Hamburg und den Metropolen so aussieht. Dann ist die Frage, wenn das mit dem Wohnen klappt, klappt es auch mit dem Arbeiten? Klappt es mit dem Arbeiten so, dass man auch eine langfristige Perspektive hat? So, dass man sich dann den Kinderwunsch sozusagen wieder frei arbeitet? Mhm. Der Kinderwunsch wird also aus ökonomischen Gründen relativ weit nach hinten geschoben. Und dieses Problem tradiert sich. Aber dann kommen sie ja, die Kinder. Also das kann ja nicht sein. Wenn wir immer reicher werden, wenn es immer besser geht, dann kann doch jetzt nicht umgekehrt, wie Sie argumentieren, die Tatsache, dass wir weniger Geld zur Verfügung haben, ja, der Grund haben. Wir werden natürlich reicher. Statistisch werden wir. Ja, aber es geht uns noch nie, ist es uns so gut gegangen, wie zurzeit. Nicht individuell. In den Zahlen. Kollektiv werden wir reicher, das stimmt. Ja, aber das heißt doch, alle werden reicher. Natürlich in der Spanne. Natürlich in der Spanne. Aber alle werden reicher. Ja, also wenn man in, sagen wir mal, man ist ein Ärzte-Ehepaar und damit in Frankfurt sehr reich. Dann sucht man sich ein Haus und möchte aber zwei Kinderzimmer haben, perspektivisch. Das heißt, 50% des monatlich verfügbaren Einkommens ist erstmal weg. Wenn Sie alleinerziehend sind, also eine Trennungsgeschichte, für die Sie gar nichts können und Sie haben schon zwei Kinder, überweisen Sie am 3. eines Monats 100% Ihres Nettovermögens an den Vermieter. Da ist dann die Frage, wie kommt da noch ein Kinderwunsch zustande? Wir schieben ihn weit auf, was dann auch wieder bedeutet, umso weiter wir ihn aufschieben, umso weniger ist dann Platz noch für das dritte Kind. Damit werden wir eingefangen beim zweiten Kind. Und wenn auf dem Arbeitsmarkt alle im gleichen Alter konkurrieren mit, ich kann übrigens etwas flexibler arbeiten, ich habe keine Kinder, dann vererbt sich oder besser, es infizieren sich auch die anderen mit diesem kinderlosen Leben, obwohl das nicht dem eigenen Wunsch entspricht. Also man hat einen Kinderwunsch, auch in Deutschland. Der Kinderwunsch ist höher, als wir tatsächlich. Wir sind so im Mittelfeld. Wo sind wir? Herr Hand widerspricht also schon wieder. Ich kann das einfach nicht teilen. Zumal, wenn es so wäre, seit 20 Jahren ist die Politik dabei, die Kinder zu fördern mit allen Möglichkeiten. Kindergeld, Kinderfreibetrag, Erziehungszeiten. Also es wird die Ausgaben, die wir auch staatlich aus Steuermitteln und aus Krediten für die Kinder ausgeben, die sind gestiegen innerhalb von 30 Jahren. Aber nicht so steil wie die Wohnkosten. Die Wohnkosten sind in den Städten natürlich gestiegen, weil dort alle Leute hinwollen. Aber trotzdem, nee, aber sind ja vor allem die Jüngeren, das ist doch kein Grund, keine Kinder zu kriegen. Das ist niemand. Sagen Sie so leicht. Also das können Sie wirklich, das ist eine steile These, aber das können Sie wirklich nicht ernsthaft sagen, dass wir das da. Ich warte Anschauung. Ich habe mir meine drei Kinder zugetraut. Anschauung ist leider keine Statistik. Ja, aber ich kenne ja meine Schicksalsgemeinschaft. Ja, aber ich kann es auch bestätigen. Ich meine, ich bin ja jetzt eine dieser jungen Frauen und es sind einfach andere Verhältnisse als damals. Man tut nicht mehr die ganze große Familie in ein Zimmer. Und das ist schon etwas, was man viel so hört, ob man sich das zutraut. Okay, aber dann müssen wir jetzt mal das, was Sie da gerade sozusagen so nebenbei mitliefern, ist, unsere Ansprüche sind deutlich höher geworden. Ja. Das Interessante, Herr Hahn kommt natürlich aus einer etwas anderen Generation und argumentiert auch anders. Ich sag mal, unsere Eltern haben, ehrlich gesagt, mit sehr viel Gottvertrauen Kinder bekommen. Die hatten Horrorinflation zu 12, 13, 14% in Italien in der damaligen Zeit. Und meine Eltern haben drei Kinder bekommen, die hatten keinen Plan davon, wie das eigentlich gehen soll. Aber sie haben darauf vertraut, dass es irgendwie funktioniert. Mhm. Und das würde ich schon sagen, dass uns dieses Vertrauen darauf, dass man es schon irgendwie hinkriegt, das ist uns abhanden gekommen. Wir wollen es perfekter machen, wir wollen es besser machen, wir wollen wissen, wie wir die Kinder ausbilden können. Und wenn wir das nicht ganz sicher wissen, dann sagen wir lieber, dann lass mal. In unserem Haus Frankfurt, wo Sie sagen, da kann man überhaupt keine Kinder mehr kriegen, wohnten, als wir da eingezogen sind, unten 130 Quadratmeter, eine Familie, zwei Kinder. Und die Großeltern wohnten da auch noch. Jetzt sind über uns die Familie ähnlicher Grundriss, normaler, nix Luxus, Altbau, 130 Quadratmeter. Ein Paar, beide berufstätig, mit zwei Kindern ausgezogen, weil sie gesagt haben, das können wir der Familie nicht mehr zumuten, auf so beengtem Raum zu reden. So ist es. Also die Ansprüche sind wirklich größer geworden. Das ist ja in Ordnung, aber dann muss man bereit sein und man kann
kann es ja doch auch. Dann muss man bereit sein, mehr Geld eben auch für das Wohnen auszugeben. Jedenfalls, wenn man es da, wo alle hinwollen, wo gerade die jungen Familien ja alle auch hinwollen, nämlich in den Ballungsgebieten, in Frankfurt, in München, in Hamburg und in Stuttgart zu wohnen. Herr Winkel rutscht schon die ganze Zeit sehr nervös bei einer dieser sehr jungen Menschen heute hier in der Runde. Wie alt sind Sie, Herr Winkel, wenn ich fragen darf? 32. Ach guck, also praktisch, also kurz vor Pubertät. Vor oder nach? Sie wollten gerade, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das hören? Und wie schwer ist es auch, Politik zu machen unter diesen Umständen? Weil da verändern sich ja ein paar sehr entscheidende Parameter. Ich will nur mal auf den Punkt von Herrn Schulz eingehen, der das am Anfang beschrieben hat. Und bei der Beschreibung des demografischen Wandels muss man sich ja erst mal klar machen, das ist ja keine politische Meinung, sondern das ist ja einfach Mathematik. Also, dass der demografische Wandel über uns hereinbricht, das ist jetzt keine überraschende Tatsache, sondern schlicht und ergreifend an den Geburtenzahlen ablesbar. So, was wir, glaube ich, als Politik für ein Problem haben, ist, wir hatten ursprünglich mal einen Generationenvertrag, der sah so aus, dass die jungen Beitragszahler die alten Rentner finanzieren. Dass Sie dabei auf mich zeigen, nehme ich Ihnen persönlich übel. Aber das, das war ich habe nicht auf Sie gezeigt, sondern generell. In den das Problem ist, dass dann irgendwann mal die Politik diesen Generationenvertrag einseitig zulasten der jungen Generation aufgekündigt hat. Die Politik hat irgendwann gesehen, die Demografie in unserem Land kippt weg. Und hat dann aber keine wirklichen Maßnahmen getroffen. Und hat gesagt, naja, man hätte ja auch sagen können, wir versuchen, die Familienpolitik mal früher anzugehen, systematischer anzugehen. Hat man ja versucht, ne? Und das Problem war aber, dass man stattdessen gesagt hat, naja, am Ende des Tages, was die steigende Rentnerzahl anbelangt, das Geld holen wir uns einfach aus dem allgemeinen Steuertopf, der dafür überhaupt null vorgesehen war. Also Sie haben es ja am Anfang gesagt in der Einleitung. Ja, es ist über 100 Milliarden Euro in die Rente. 120, glaube ich, mittlerweile. 112, glaube ich, genau. Okay. Ich glaube, Sie wissen es besser. Ungefähr und der Bundeshaushalt ist irgendwo bei knapp einer halben Billion. Genau, 470 ne? Milliarden. Und davon der mit Abstand größte Posten. Guck mal hier, da siehst du es. Genau. Der mit Arbeit Abstand und Soziales. Der mit Abstand größte Posten von diesem Gesamtbundeshaushalt geht in die Rente. Nur der Ursprungsgedanke des Generationenvertrags, also das Umlagesystem, war ja, dass gar kein einziger Euro aus dem Bundeshaushalt in die Rente geht, sondern dass dieser Bundeshaushalt für die junge Generation, also auch für Investitionen in die Zukunft zur Verfügung steht. Und das ist leider natürlich hart. Und das ist unsere Investition in die Zukunft, die wir da hinten sehen. Und das ist leider einseitig von der Politik aufgehoben worden. Natürlich dann noch mit so Sachen wie Rente mit 63, kommen wir vielleicht später noch mal drauf zu sprechen. Ja. Also wirklich Sachen, wo man sich sagen muss, das ist wirklich jenseits jeder Rationalität, wo ja mittlerweile selbst Andrea Nahles sagt, das war ein Fehler. Sagt sie das? Und Olaf Scholz auch. Nee, sagt sie nicht. Sie hat, glaube ich, von der unseligen Frühverrentung gesprochen. Die Rente mit 63, meinen Sie jetzt? Genau. Ja, aber nur in einem bestimmten Kontext. So richtig sagt sie das nicht. Ja, deswegen dann übernehme ich es einfach für Sie mit. So, heute habe ich mal die Chance. Sie können jetzt mal ehrlich sein. Ja. Also, wird Politik für alte Leute gemacht? Ja, natürlich. Ja, also wie Herr Schulz das vorhin beschrieben hat, man muss aufpassen, dass das demografische Problem nicht irgendwann zum demokratischen Problem wird. Also man hätte ja auch sagen können, statt dass wir jedes Jahr 12 Milliarden Euro für die Rente mit 63 ausgeben, geben wir die gleiche Summe für Investitionen in Digitalisierung aus, um unser Land fit für die Zukunft zu machen. Und ich persönlich glaube, dass die Politik in den letzten Jahren, und zwar unabhängig von der Parteipolitik. Da nehme ich meine Partei wie jede andere genau mit in die Haftung. Müssen Sie leider auch. Ja, genau. Ja. Mach ich auch. Kein Weg dran vorbei. Mach ich auch. Ja. Mach ich auch. Und da hat jede Bundesregierung diese Zukunftsinvestitionen. Also Sie sagen, man legt sich mit den Silversurfern, mit denen legt man sich nicht an. Ich zeige jetzt nicht auf Sie, aber mit den Silversurfern. Sie sind ja jetzt schon altersrassistisch unterwegs. Genau, ist schon okay. Ich bin schon durch das Thema. Genau. Ja, natürlich ist es offensichtlich ist es eine Frage für die Politik, wie setze ich die Prioritäten? Und ich habe das Gefühl, dass die Prioritäten jedenfalls nicht bei der jungen Generation gelegt werden. Und das ist ein Riesenproblem. Man kann das den Leuten auch nicht vorwerfen, ne? Dass sie Teil von geburtenstarken Jahrgängen sind und dass sie älter werden und dass sie sich, Herr Hank fühlt sich angesprochen, Rente verdient haben, das ist ja auch völlig in Ordnung. Nein, es geht aber auch nicht darum, irgendwelchen Leuten die Leute gegeneinander auszuspielen. Es geht nicht darum, den Leuten nicht zu gönnen. Deswegen möchte ich hier gerne sofort intervenieren, denn das klang jetzt so, weil Sie häufiger meinen Namen genannt haben und so weiter. Ich möchte da nämlich nicht zustimmen.
sowohl Herr Hangs Ansatz, jetzt so einen Appell an die Jugend zu machen, bekommt doch mal trotzdem mehr Kinder, hab ich trotz überhaupt nicht Perspektivlosigkeit. Gesagt. Ich habe es nur festgestellt, aber überhaupt keinen Appell gesagt. Kein Appell, aber so die, gesagt, die große Frage, warum das, denn nicht? Das sind Präferenzen der Menschen, genau. Freie Entscheidungen, sonst gar nichts. Ganz freie Entscheidungen. Es sind freie Entscheidungen, also da kann man natürlich drüber reden, aber nicht so, dass man dann irgendwie was fordert. Und nee, das hat er aber nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Gut. Ja. Aber ich will nur sagen, es ist ja im Gegenteil. Ihm ist es wurscht, Gegenteil. Wenn wir dann aussterben. Auch also, ja. Also, die Leute sollen leben, wie sie wollen. Wir wollen wohlwollend über die Jungen reden, aber auch über die Alten und über die Politik. Die Politik hat irgendwann vor 35 Jahren, so irgendwann in den 80ern, entschieden, wir entkoppeln jetzt Lohnentwicklung und Produktivität. Seitdem hält die Lohnentwicklung nicht mehr mit und damit auch die Lohnnebenkosten und so weiter. Deswegen lief dieses Defizit auf, dass wir sagten, wir brauchen eine zweite Quelle, die die Rentenkassen stützt. Und wir haben uns für den Bundeshaushalt entschieden. Jetzt kann man natürlich rückblickend sagen, da haben wir einen Fehler gemacht, das muss wieder gut gemacht werden, wie auch immer. Hier werden die Alten irgendwie falsch bedient. Es ist die Lasten aller, weil es der allgemeine Steuertopf ist. Ich würde sagen, dann sind wir ehrlich und sagen, wir holen die Unternehmen wieder ins Boot. Seit 30 Jahren reicht es nicht, was die Rentenkassen selber aus der Produktivität der Unternehmen, wo die Menschen arbeiten, die dann Rente bekommen, schöpfen. Dieses Geld reicht einfach nicht. Also machen wir es jetzt über den Bundeshaushalt, sagen aber auch, das ist jetzt der richtige Weg. Nur, wir finden dann für diesen gigantischen Teil Bundeshaushalt eine neue Geldzugangsquelle, und zwar in der Produktivität, also im Ertrag dieser Unternehmen. Und die Unternehmen in Deutschland verdienen wahnsinnig viel Geld. Wir haben nicht ein Problem mit zu wenig Geld, sondern wir müssen es nur wieder so umlenken, und zwar über den Bundeshaushalt. Die Entscheidung ist jetzt getroffen, das können wir nicht wieder revidieren, über den Bundeshaushalt. Aber der Bundeshaushalt braucht diese Quelle. Wir können nicht alles in Verschuldung. Wir haben ja gesehen, was wir für Diskussionen führen jetzt im November und Dezember, wenn es um Verschuldung geht. Wenn wir das Rententhema so führen, wie wir die Verschuldungsthemen diskutieren, dann führt das einfach ins Chaos. Also das ist einfach Katastrophe. Das können wir uns nicht leisten in Deutschland. Dafür ist es zu ernst, dass wir die nächsten 13 Jahre die Babyboomer durch die Rente bringen müssen.